So, ich grüße dich wieder hier zu einem neuen Video von Lassen Sie es krachen und heute möchte ich dir was Tolles, Neues vorstellen und zwar habe ich hier das neue Kapos von Farbdefense. So, ich habe das jetzt mal die Schlaufe abgemacht, damit ich nicht immer am Mikrofon hier hängen bleibe und das raschelt. Ihr seht, es ist um einiges kleiner als sein Vorgänger. Ich habe jetzt aktuell hier den Schaft jetzt mal so zugeklappt, dass man wirklich jetzt mal die Größe sieht. Also es ist wirklich ja, so eine Unterarmlänge. Größer ist das Teil nicht. Und ich möchte euch jetzt mal so die, ein paar Features davon vorstellen. Ich werde noch mal ein separates Video machen, den Vergleich zu dem vorigen Kapos, dem Vorgänger. Da hatte ich ja mal einen Vergleich gemacht zwischen Kapos und Ronin. Jetzt mache ich mal einen Vergleich zwischen diesen beiden Kapos. Und ich sage euch, ich finde ihn richtig geil. Der ist klein, der ist kompakt und es gibt ihn diesmal auch in verschiedenen Farben. Ich habe den jetzt von meinem Lieferanten mir in Tan, also so in Sandfarben, in Beige, mir zuschicken lassen. Weil die Farbe gefällt mir immer irgendwie sehr gut und ich habe das dementsprechend auch schon alles für mich so ein bisschen modifiziert. Ich zeige euch das mal kurz. Hier hinten habt ihr den Schaft. Der ist jetzt hier ein bisschen fest, also der ist auch nicht hier locker dran, sondern ihr klappt den, ihr greift hier einfach und klappt den so um. So, fertig. Das war's. Ihr könnt, das ist der einzigste Nachteil hier, ihr könnt den Schaft hier hinten nicht tauschen, so wie das bei seinem Vorgänger war. Da konnte man ja so einen M4-Schaft nehmen, verschiedene Sachen. Das funktioniert hier nicht. Das ist hier wirklich alles fest verschraubt, also es gibt hier auch keine Möglichkeit, irgendwie ein anderes dran zu bauen. Deswegen, dieser ist immer derselbe. Hier das gleiche Prinzip mit Druckknopf wieder. Einfach hier drücken, rumklappen, fertig. Was auch wieder gut ist, ihr habt hier vorne wieder die Halterung. Also einmal zum Runterklappen und hier zum Greifen. Aber ihr könnt eben auch das wieder rumklappen und jetzt hier wieder hinterziehen und damit den Abzug verdecken. Einfach hier wieder drücken, springt es wieder zurück. Was gerade gut ist für Leute, die die Waffe führen, weil von der Größe her, muss ich sagen, ist echt angenehm. Und da das nur ein Anschlagschaft ist und keine Langwaffe, kennen alle, die einen Waffenschein haben, den dann auch so führen. Und ist natürlich immer gut, da man es holstern kann, wenn man so den Abzug verdecken kann, wie wenn sie geholstert ist. Ihr klappt den Schaft rum und den könnt ihr einfach so umhängen. Und ja, also von der Größe finde ich jetzt nicht zu stören, wenn man den umhebt, neben sich hat, sehr angenehm. Und wenn er den dann braucht, wirklich, ihr greift einfach nur dran, zieht den hoch, klappt den Schaft rum, klappt die vorn um und habt ihn direkt im Anschlag. Und so ein Trefferbild mit so einem Anschlagschaft ist halt doch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man da mit der Pistole Handy schießen muss. Das sieht man einfach. Aber das werden wir natürlich auf der Schicht dann nochmal testen. Zudem habe ich mir schon wieder ein Red Dot drauf gebaut. Das ist derselbe, beziehungsweise genau der gleiche, den ich bei meinem Vorgänger drauf hatte. Für den habe ich einen neuen bestellt in Schwarz. Wieder den gleichen. Natürlich würde ich mir am liebsten jedes Mal ein Rotpunktvisier von Holosun draufhauen, aber das geht mir dann doch ein bisschen zu sehr ins Geld. Und ich habe ja schon so ein paar von den ganzen günstigen Amazon Red Dots da getestet und ich muss euch wirklich sagen, ich habe ja zweimal jetzt ein Video über den gemacht, dass das sich wirklich bewährt hat für das Geld. Und das hat er immer noch. Also ich habe den jetzt hier drauf gebaut. Man kann ja hier einstellen zwischen Punkt und Kreuz mit Kreis und Pipapo. Und der sitzt einfach. Also der ist beschussfest. Ich habe schon so viel geschossen. Der funktioniert immer noch. Deswegen habe ich denselben nochmal bestellt für mein altes Kapos, für das schwarze. Nochmal dasselbe in Schwarz, dasselbe Visier nochmal draufgesetzt. Und das kann ich euch gerne mal in einem anderen Video nochmal zeigen, weil ich wirklich von dem Ding begeistert bin für 30 Euro. Ne? Und dafür, dass es wirklich funktioniert, immer treffsicher, nach tausenden Schuss sitzt das immer noch, wo es hin soll. Hat natürlich so ein paar kleine Makel, so ein bisschen vom Reflektieren her, wenn natürlich das Licht komisch ist. Man schaut rein, sieht man hier vorne den Aufbau, das spiegelt halt minimal so ein bisschen. Das sind halt so diese kleinen Sachen, die die hochwertigen wie Holosun etc. ausmachen. Auch für so ein Holosun zahlt man halt immer schnell 200 Euro. Ich habe einen Holosun mir von meiner AR-15 gegönnt, aber hier bei dem Kapos jetzt jedes Mal
ja, geht mir dann doch ein bisschen zu sehr ins Geld. Deswegen finde ich, die sind wirklich eine gute alternative Lösung. Und das Visier packe ich euch natürlich in den Amazon-Link auch mit in die Videobeschreibung rein. Zudem habe ich mir natürlich, weil ja eh alles schon in Tannenfarben und beige ist, habe ich mir noch so ein Griffstück wieder aus Gummi für die Glock hier geholt. Und weil es einfach, finde ich, von der Farbe her einfach schön stimmig ist. Das passt einfach alles wunderschön zusammen. Einmal das gesamte Gehäuse, der Griffstück, das Visier. Die Farben passen, finde ich, wunderbar zusammen. Und ja, deswegen eine ganz tolle Sache. Zudem wieder wie beim alten Carpus, das Laden, das Repetieren, funktioniert auch wieder hier hinten beidseitig für Links- und Rechtshänder und immer noch von derselben Funktion wie beim Vorgänger. Das heißt, ihr habt hier vorne drin so eine Kralle, die von vorne den Schlitten greift und nach hinten zieht. Das heißt, ihr zieht hier einfach den Schlitten so nach hinten und repetiert so durch. Und ich finde das ganz cool. Bei dem Ronin wurde das anders als an der Seite gewesen. Aber ich muss halt auch sagen, so dieses wie bei der AR-15 hier hinten das Repetieren, finde ich doch sehr angenehm. Und ja, jetzt kommt aber mal der absolute Burner an dem Teil. Und zwar ist das das Reinbauen. Als ich damals den Vergleich gemacht habe zwischen den Carpus und den Ronin, hat man ja schon gesehen, wie schnell das bei dem Carpus ging. Habe ich auf Zeit gemacht, wie schnell man das da reinmontiert oder reingebaut hat, die Glock. Und das ist hier bei dem nochmal eine ganz andere Nummer. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich die hier rausbaue. Fertig. Das war jetzt keine Sekunde wahrscheinlich oder 2 Sekunden hat das jetzt gedauert. Und da habe ich mir jetzt noch Zeit gelassen. Wenn ich jetzt auf Zeit, wir können das gerne mal auf Zeit irgendwann mal machen, aber das war es wirklich. Und so wie es rausgeht, geht es auch rein. Also ihr legt die wirklich hier nur rein. Ich zeige euch das mal von der Seite. Also, so schaut es jetzt aus. Ihr nehmt die Glock, ihr legt die hier vorn rein und ihr seht dann hier drin, sind dann die Schiene, die dann hier vorn greift. Ihr legt das hier so rein und schiebt das jetzt hier vor. Und die ist jetzt schon sehr stabil drin, also da ist auch kein Spiel, also es greift hier vorn perfekt. Und jetzt schiebt ihr einfach nur den Schaft nach vorn, bis es einrastet. Zack, und das war's. Mehr ist es wirklich nicht. Und wieder raus, genau dasselbe, ihr drückt den Knopf hier, schiebt das nach hinten, schiebt die Glock nach hinten und nehmt sie raus. Also es sind wirklich nur diese beiden Handgriffe, mehr ist es nicht, um die hier reinzubauen. Wie gesagt, hier hinten habt ihr den Druckknopf zum Reindrücken und den Schaft hier umklappen. Also ich muss sagen, das Ding taugt mir schon sehr, auch von der Größe her. Das ist schon echt richtig nice, das kleine Teil. Also ihr seht schon, Ein- und Ausbau ist hier mal wirklich simpel. Ihr habt hier vorne immer noch 2 kleine Rails dran, da könnte man jetzt irgendwas dran bauen. Wenn ich jetzt in Österreich wäre und nicht in Deutschland, würde ich mir jetzt hier noch einen Laser und eine Taschenlampe dran bauen. Nur, leider geht das hier bei uns nicht. Alle meine österreichischen Zuschauer, ihr könnt euch freuen. Ihr könnt ja hier noch rumbasteln, wo schöne Sachen dran machen. Geht leider hier nicht. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wir könnten wieder hier ein paar 45 Grad Winkel noch dran machen und da eben auch sagen, okay, macht vielleicht mal einen Dreifach-Zoom drauf und dass man drehen kann über Kimmelkorn auf nahe Distanz. Gerade so für IPSC stelle ich mir das Teil mal richtig geil vor. Also ich hätte mal Bock, so ein IPSC-Parcours mit dem zu machen. Ich glaube, das ist so nice. Vielleicht bauen wir da mal was auf und werden das mal in einem Parcours testen. Ich denke mal, das wird ein nices Video. So, mehr gibt es eigentlich auch schon gar nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, ihr kennt das hier rumklappen. Der Einbau geht schnell, es ist schön klein, es ist einfach nur nice, das Teil. In dem nächsten Video werde ich dann mal auf dem Schießstand das Ding nochmal testen. Da werden wir ein schönes Video machen, vielleicht wahrscheinlich morgen, wenn ich die Zeit noch finde. Bin eh morgen auf dem Schießstand und dann werde ich das Ding mal beim Schießen nochmal testen. Werde das filmen, werde ich das mal zeigen. Werde ich natürlich meine Lieblingsmunition, die Magtech-Munition nehmen, damit das auch richtig schön alles natürlich wirkt. So, das war's dann jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ihr findet wieder für das Visier und Gummigriff Links natürlich zu Amazon in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr alles unten in der Infobox. In dem Sinne freue ich mich auf das nächste Video mit dem Carpus, wo wir es dann auf dem Schießstand nochmal testen und das Vergleichsvideo zu dem Vorgänger. Deswegen nicht verpassen, abonniert diesen YouTube-Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
Danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos von uns sehen möchtest, kannst du direkt hier unter diesem Video unseren Kanal abonnieren und auch bei deinem Smartphone unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken und danach direkt auf Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.